Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr Lieben, das letzte Mal war ich an mir selbst am Zweifeln betreffend der angereicherten Kohle. Ich musste dann im Hub in Tier 4 halt nochmal was freischalten, obwohl ich halt so einen alternativen Blueprint bekommen habe. Scheinbar war das Pflicht und nun kann ich halt ein alternatives Rezept für Enriched Coal herstellen. Jetzt gehe ich ein bisschen hier hoch. Suche ich mir nochmal den Ort raus, wo der Schwefel war, weil das war die am näherliegendste Quelle. Genau, ich bin so gesprungen. Hoch. Und gut. Jetzt kann ich das so machen. Müsste es eigentlich schneller gehen. Na, genau. Nur ich muss aufpassen. Ich glaube, hier drüben gab es auch noch Plasmaspucker. Oder Napalmwerfer. Na, das war noch von letztens. Na gut, dann gehe ich wieder hier durch. Nee, ich war echt an mir am Zweifeln. Ich hatte das ja freigeschaltet. So. Muss ich auch aufpassen, hier gibt es diese kleinen Explosionskäfer. Oh, und dich. Ja, du bist kein Explosionskäfer, du bist... Ah, ich dachte, ich hätte dich. Da, hier. Du. Da, hier. Stößchen. Gut, dann bauen wir mal einen... Einer. Wie lasse ich dich rumlaufen? So. Müsste gehen, oder? Kürzeste Weg, ne? Oh, oh, oh. Ach, dich habe ich nicht abgebaut. Na. Wo haben wir es? Dich brauche ich erstmal nicht. Aber dich brauche ich. Weil es ist nicht so prickelnd. Lass mal schön ein kleines Schiff machen. Biomasse und so weiter. Also hier kann ich auch so Kohle verwandeln. Nee, dich lasse ich mal stehen. Gestern kam ja meine erste Folge vom Rollenspiel von Empyrion. Also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Die erste Folge, das war meine erste richtig größere Schnittarbeit. Ich bitte da um Nachsicht. Besonders hatte ich leider das Pech in der Aufnahme. Wirklich, falsches Format wurde aufgenommen, obwohl ich vorher einen Test gemacht habe. Naja. Aber, wie gesagt, hat Spaß gemacht und weitere Folgen folgen. So. Yippie. Das hier so. Na, kommst du her? Na. So. Ja, ich kann das ja hier. Ach, ich finde das so gut, dass man mit der Kettensäge alles im Umkreis gleich mit entfernt. Da hat man diesen schönen Effekt. Ja.
Magic. So. Es könnte knapp werden mit den Fördermännern. Kommst du? Ist die Frage, soll ich... Na du, soll ich hier lang führen? Oh, oh, warte, jetzt habe ich wieder was Interessantes. Blind? Ist es in den Bäumen? Kann ich doch unmöglich von da hören. Aber ich habe da drüben was gehört. Wo ist es? Hier war ich schon drauf. Die, die habe ich eben gemeint. Die machen Spaß. Ja, wenn man nicht gerade runterbrettert. Oder war es ähnlicher? Ich weiß es nicht. Ja, toll. Glitscht mal runter. Ja, der Obi-Wan zockt hat gesagt, er war auf so einem Teil drauf und jetzt glitscht er die ganze Zeit runter. Na doch, ich war auf dem. Aber. Nicht anders gewollt, sorry. Ich will es jetzt wissen. Hier wird es leiser. Hier wird es wieder lauter. Hier ist es wieder leise. Oder ist es vielleicht ein unterirdischer Eingang und ist irgendwie unter mir? Weil ich sehe nichts. Aber gut, ich will mich jetzt hier auch nicht 100 Stunden damit aufhalten. Runter muss, ne? Wo war ich stehen geblieben? Genau, wie ich. Ich kann es eigentlich hier rum auch führen. Fällt mir gerade auf, ich habe jetzt vergessen, die Stromtrasse parallel zu ziehen. Mache ich das mal schnell. Geht das nämlich direkt online? Ja, da ist noch was. Ich habe das ja gerne verschoben, hier so Bären einzusammeln. Habe immer gedacht, ja, hole ich später, hole ich später.
Aber wenn man dann wirklich mal in die Situation kommt, dass man erstmal nichts hat, auch keine Nüsse. Glaube ich, hier auf der Seite. Ja. Du kannst es. Nee, also ich habe jetzt wieder ein bisschen was, ist jetzt auch nicht die Welt, aber besser als nichts. Ja, nicht so. Das war ein typischer Nobody. So. Ja, ich muss auch eingestehen, die Hitze heute nimmt mich ein bisschen mit. Euch wird es wohl kaum anders gehen. Das ist so richtig drückend. Wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Man kommt sich hier schon teilweise wie in den Tropen vor. Man kann lüften, so viel man will. Man hat mindestens 70% Luftfeuchtigkeit. Stahlplatten könnte das jetzt problematisch werden. Aber ich bin schon mal in der Nähe. Snap. Sagen. Weg hiermit. Besser. Schon viel besser. Jetzt muss ich mal gucken. Bitte, bitte. Ich hoffe. Ich werde dann auch mal demnächst so eine extra Runde, Ehrenrunde drehen dürfen und mir mal die Stromleitung überall angucken, dass ich immer noch ein paar freie Slots habe, wenn ich ja weiter ausbaue, weil ich werde ja in jede Richtung so ziemlich gehen, ne? Ich kann schon wieder zurück, glaube ich. Ich habe eine Sache vergessen. Nein! Oder? Oder? Nee, perfekt. Ich dachte, ich hätte nicht direkt angeschlossen. Gut. Vorsicht ist besser als Nachsicht, also. Was soll's? Jetzt muss ich mal überlegen. So, hier drüber. Da drüber. Das gehen. Na, Snipp ein. Müsste so hinhauen. So, mal gucken, ob das klappt. Dürfte nicht zu weit sein. Yes!
Aber jetzt muss ich mal gucken. Ich müsste ja ein paar Platten schon produziert haben. Und zugegeben, es war schon massig Vorlauf, den ich hatte. Ne? Das waren jetzt alles Platten noch von unten, wo nichts mehr nachproduziert wird. Upsa. Jetzt ist die bessere Frage, wo habe ich die aufgehoben? Das war, glaube ich, hier drüben in dem, oder? Nicht. Nein. Nein. Ach, stimmt. Verpeilt. Ich wollte ja hoch in die neue Produktion. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gehört. Das ist niemals passiert. Aha. Da haben wir ja schon ein bisschen was. Die lasse ich mal drin. Zur Reserve. Und einfach das reichen. Komm, ich hol's mal mit. Und dann heißt es kräftig, kräftig upgraden. Vor allem hier Strom. Weil ich kann jetzt keine Riesensprünge mehr machen. Ich muss als nächstes wirklich auf Schneggendur. Hoffnung, dass ich nochmal so ein paar Jump'n'Run-Parts haben werde. Jetzt ganz dumme Frage, wo bin ich stehen geblieben? Da oben irgendwo, oder? Hoppsa. So, mal so. Und an das Maschinchen. So. Das müsste reichen. Jo. Ich werde jetzt zum Hans Guck in die Luft. Einfach nur nach oben gucken, einfach vorwärts gehen. Ja, hier weiß ich ja, kriege ich nicht wirklich Fallschaden. Aber im echten Leben ist das gefährlich. Das müsste da drüber kommen. Dann führe ich das genau. Jetzt muss ich mir nochmal diese Trasse angucken. Führe ich das hier so vorbei. Genau, und dann da rein. Jo, müsste klappen. Dann hole ich mir schnell noch mal ein paar Ressourcen. Weil so kann das nicht gehen. Rohre müsste ich unten noch. Ja, das geht hier. Noch ein Mass haben. Ups, das. Für alle, die sich jetzt fragen, wer oder was ein Hans Guck in die Luft ist, googelt's mal. Das ist quasi die ältere Version vom Smombie. Quasi, das Smombie guckt einfach nur auf den Bildschirm nach unten und Hans guckt in die Luft einfach nach oben, weil alles, ja, ich guck nach oben, geh nicht hin, guck nicht, wo ich hingehe. Jo. Nein. Und so. Ja, so, so. Jetzt müsste das hinhauen. Na,
Snap. Hammer. Ja, da komme ich noch durch. Ja. Also, ich weiß, ich bin ein bisschen extra breit hier. Nee, nee, Spaß. Ich meine mit dem Fahrzeug. Weil das wäre blöd, wenn ich da nicht mehr durchkäme. Snapst du hier? An die Stelle. Das hier könnte vielleicht doch ein bisschen weit sein, oder? Nein. Nein. Cool. Cool, 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 cool. Dann muss ich sagen, hier an der Stelle trenne ich das. An der Stelle trenne ich das dann gleich durch und baue dann, insofern ich das schon jetzt bauen kann. Fehlt mir was? Nö, ich habe die Materialien, gut. Ups. Ey, cool, da kann ich sogar dran anschließen. Das war alles geplant. Naja, eigentlich schon, aber nicht an dieser Stelle. Jetzt, hallo. Ja. Ström. Strömchen. Da muss ich dich nur noch ein bisschen upgraden. Wobei, ja. Ja, für den Anfang geht das. Sobald ich eine Schnecke habe, kann ich die dann da reinklatschen. Ich bin mal gespannt. Na gut, ihr Lieben, wir haben wieder ein bisschen was erreicht. Auch wenn es ein bisschen kreuz und quer chaotisch war. Aber wir haben es geschafft. Yippie! Die rauchen noch munter vor sich hin. Und mal gucken, wie lange ich die halten kann, bevor ich eine andere Technologie nutzen kann. Ja, es kann ja hier nur komplizierter werden. Naja, außer am Ende, wenn man alles hat, dann ist es einfach. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das wäre es für heute. Wir sehen uns ja, morgen wieder. Schönen Abend noch, euer Nobody.